So, herzlich willkommen zurück zu Skyward Sword. Wir versuchen den Boss jetzt nochmal. Ja, nachdem wir letztes Mal einfach gestorben sind. Boah, die Steuerung von dem Spiel ist aber auch behindert, Mann. Ich meine, dass die einfach nicht funktioniert. Weißt du, ich hämmer diese behinderte Taste zum Rückspringen 50 Mal. Link macht einfach gar nichts. Weil die Recovery, nachdem man einen Fehlschlag gemacht hat, einfach so ewig dauert. Wirklich, ich schlag neben links und dann bewegt er sich mal. Dann bewegt er sich nämlich mal. Und das ist einfach so behindert, ne? So, zack. Ja, guck schon wieder. Ich drück einfach nach hinten. Und es passiert einfach nichts. Du merkst nicht die Verzögerung, wenn ich so einen Rückwärtssprung mache. Seht ihr, wie lange der da noch so rumhampelt? Das ist so mega kontraproduktiv, ne? Das ist einfach sowas von nervig. So. Ich kenne die Cutscene für ein Spiel, ist doch okay. Du musst mir die nicht nochmal zeigen. Mann! Ah, okay, ich kann auch einfach den hier machen. Interessant. Oh, weißt du, ey. Im Spiel sind meine Aktionen einfach scheißegal manchmal. Das ist so mega mäßig nervig einfach nur. Ey, spring doch, du Wichser! Link, ich hasse dich! Ich hasse deine Steuerung! Funktioniert manchmal einfach nicht. Ach komm, noch ein drittes Mal. Ja, großartig. Natürlich. Ja, das werde ich, glaube ich, wieder nicht überleben. Oh ja, ich mache einfach so hier. Bam. LOL. Okay, das ging jetzt mal schnell. Meine Fresse, ist das ein nerviges Stück Scheiße, dieses Spiel, ey. Nein, aber die Tatsache, dass wenn Link daneben schlägt, ja. Ich kann sie nur mal demonstrieren, auch wenn ich vielleicht eine Truhe schlage. Vielleicht funktioniert das. Halt deine Fresse! Nee! Was du nicht sagst, Navi. Was du nicht, Fei. Welche Seite schlage, ne? Okay, hier passiert es leider nicht. Schade. Na, du hast einfach 50 Jahre, bis Link wieder schlagen kann. Das ist so nervig. So, du hast den Holzbogen erhalten. Schön, wie da noch Holz steht, einfach so als Hinweis, dass man das Ding aufleveln kann. Oh, Mann, ey. Alter, das ist ein Bogen, damit kannst du Pfeile verschießen. Aha. Ey, weißt du, das Spiel, wenn man so genervt ist von dem Spiel, wenn irgendwas nicht klappt, ne, dann setzt Fei noch wirklich ihren Scheißhaufen da oben drauf. Mann, ey. Laber mich doch nicht mit der obvious Scheiße des Lebens voll, ey. Meine Fresse, ey. Das ist ein Bogen. Damit kann man Pfeile verschießen. Ich weiß nicht, ob du es wusstest. Ich weiß nicht, ob du jemals da am Leben teilgenommen hast. Ne? Aber damit kann man Pfeile verschießen. Meine Fresse, ey. Ich weiß, das hat sie jetzt nicht wortwörtlich gesagt, aber das ist einfach so. Das fasst einfach ihre Dinger gut zusammen, ihre Äußerungen. So. Piu. Aha. Oh. Gibt ja, siehst du? Nee. Ja, vielleicht auch mit einem Pfeil. Kann man bitte irgendwie Pfeil deaktivieren in dem Spiel? Funktioniert das irgendwie? Gibt es vielleicht irgendeine Mod, die deaktiviert oder so? Das wäre großartig. Ja, ich finde, das ganze Schiff wird dann umhüllt. Das finde ich ganz angenehm. Jo. Wie ich gucke, Alter. Ich hab... Na, doch, man kann ihn sogar wieder... Ja, man kann ihn wieder aufheben. Du hast einen verschlossenen Pfeil gefunden. Jetzt noch ganz und kann erneut verwendet werden. Praktisch. Uiuiui. Erstmal deren Pfeile wieder aufsammeln. Easy. Bam! So.
Alles klar, hier ist eine Leiter, deswegen gehe ich hier hoch. Ah, nein, TV-Karte, jetzt tust du es wieder. So, ja, ich muss dringend meine Einstellungen umstellen. Habe ich immer noch nicht gemacht, weil einfach das Gamepad scheiße ist. Weil ich es einfach mega behindert von Nintendo finde. Wenn wir jetzt schon beim Thema Nintendo Hass sind, ne? Das ist einfach so mega nervig, dass man bei hier um die Einstellung des Spiels gehen zu können, um die Einstellung der Konsole gehen zu können, das Gamepad aktiviert haben muss. Was ist denn, wenn das Gamepad kaputt geht? Was nicht gerade mal selten passiert, ne? Dann ist man aufgesperrt, da kann man einfach nichts mehr einstellen. Was ist das denn für eine Scheiße? Weil ich habe keinen Bock, dieses blöde Ding wieder anzumachen, ne? Und dann schließe ich da wieder, weil mein Gamepad ist ja auch noch so, dass es quasi meine Wii-Spiele auch im Regal hält, weil ich einfach keinen Bücherhalter oder mehr habe. Und, ja, ne? Ich habe halt keinen Bock, das da rauszuholen. Dann kippt alles um und dann muss ich dann anschließen, letztendlich nur um eine blöde Einstellung zu ändern, die wahrscheinlich nicht mal was bringt. Ja, ist da oben hoch, ne? Ja, ja. Ich verstehe Fraps slash TV-Karte slash irgendwas einfach nicht. Ich verstehe es einfach nicht, warum ich ständig so eine Frame-Drops habe. Ich verstehe es einfach nicht. Das hat kein anderer Mensch auf dieser Welt. Ohne Witz. Ich kenne keinen, der das in diesem Ausmaße hat. Ich weiß nicht, warum. Ich meine, mein PC ist ja nicht schlecht. Leute mit durchaus schlechterem PC haben nicht so eine Lags. Meine Fresse, ey. Das kann echt nicht wahr sein. Mach mich richtig aggressiv. Oh, nein, ich wollte es ausprobieren. Oh, moin. Ihr habt überlebt? Oder seid ihr neue? Meiner. Ich habe schon 20 Pfeile. Mann, ist das alles blöd, ey. Beim Boss sterben, Frame Drops oder Abstürze, eher gesagt. Ich schreibe morgen eine Klausur. Boah, ich hab da so keine Lust drauf, wenn ich da jetzt wieder drüber nachdenke. 6 Stunden hocken. Was bringt das denn? Was ist denn so eine Bestätigung von Intelligenz, Alter? Was soll mir das denn? Warum springe ich denn schon wieder, ich Arschloch? Was soll mir das denn bringen, so lange da rumzusitzen, ey? Das beweist doch überhaupt nicht, dass man das Zeug zum Abitur hat, dass man schlauer ist oder so. Überhaupt nichts. Das Schulsystem in Deutschland ist sowieso... Also allgemein gibt es eigentlich kein gutes Schulsystem. Schulsysteme sind einfach immer behindert und bringen einfach nichts. Immer scheiße. Harmlos ausgedrückt. So. Ich glaube, denen lege ich mich mal von hier. Headshot. 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 Alles klar. Mal neu zentrieren. Voila. Oh, ist aber auch sensitiv, ey. Mal gucken, wie das Ding funktionieren soll. Diese Technik ist atemberaubend. Ich mag so diesen technischen Aspekt in dem Spiel. Dass es halt auch so Roboter gibt oder sowas. Das ist in anderen Zelda-Spielen eigentlich nicht der Fall, meine ich. Nicht, dass ich jetzt wüsste. Ey, fick dich doch. Das war einfach gerade der kurze Lag des Todes. Ohne Scheiß. Ja, die TV-Karte hat sich danach sofort wieder eingekriegt. Aber Out of Range war trotzdem da. Wie gesagt, ich glaube mittlerweile, es liegt einfach nicht an der TV-Karte oder dem Programm, sondern es liegt wirklich an Fraps. Weil Fraps einfach zu behindert ist, konstant in Framerate zu bleiben. Weil irgendwann droppt es einfach mega heftig. Ich meine, ich merke das ja bei anderen Aufnahmen. Das ist ja auch öfter mal. Dass die Frames halt einfach so heftig droppen. Geht gar nicht mehr. Dass ich dann irgendwie die neue Aufnahme starten muss. Das Programm nochmal neu starten muss. Und das ist halt super nervig. Mit OBS möchte ich einfach nicht aufnehmen. Punkt. Weil da muss ich immer wieder bestimmte Einstellungen ändern. Wenn ich streame und wenn ich aufnehme. Und so wie ich mich kenne, vergesse ich dann 100.000 Mal irgendwas. Das weiß ich. Das weiß ich ganz genau. Ich kenne mich. Mit Fraps ist das auch alles viel angenehmer. Und dann kann ich erst beim Rennen alles bearbeiten. Link, das hast du toll gemacht, wie auch immer das war. Achso. Schön, dass mein Schief wieder ganz so aussieht wie früher. Jetzt musst du mir helfen, meine Jugend zu räteln. Aha. Boah. Danke fürs Spiel. Ich liebe dich. Ich habe Angst. Ich warte im Boot auf dich. Du schaffst das. Dann laber mich nicht von der Seite voll, ey. So, dann komme ich jetzt. Aha, dahin. Bäm. Okay, es war eigentlich voll daneben, aber hat irgendwie trotzdem funktioniert. Vielleicht bräuchte ich mal neue Pfeile.
Beispiel, wie ich da mit meinem Bogen stehe. Auf jeden Fall. Aha. Ah ja, genau, das war ja die Ecke hier. Genau, da ist ein Secret da hinten. Müsste. Ja, okay, das funktioniert dann natürlich nicht. Komme ich damit quasi nach unten? Ja, ne? Na, jetzt bin ich ja hier. Da sind sicher noch mal ein paar schöne Pfeile drin. Für den Leon. Eine Fee. So, bitte nicht jetzt wieder hier komisch selber benutzen. Dankeschön. 6 deiner Herzen. Ja, ist okay, Mann. Ich hab das 50.000 Mal gesehen, ey. So, jetzt komme ich da aber hoch, ne? Genau. Und ich meine, hier war eine Truhe, die ein ganz besonderes Item beherbergt, welches es so vorher noch nie in einem Tempel gegeben hat. Nämlich ein Herzteil. Genau. Ich meine, das ist das einzige Herz, was es in einem das einzige Herzteil, was es in einem Tempel gibt. Ich kann mich auch gerade einfach nur irren. Oh Gott, muss ich mir noch mehr Geld machen. Ich hab da schon viel zu viel davon, Mann. Ein bisschen schneller hier. Ich frage mich ja, wie sowas erkannt wird. Wie man sowas programmieren kann. Was noch genau als... Also quasi, was genau noch als Rubin identifiziert wird und was zum Beispiel als Herz oder so. Das interessiert mich ja schon manchmal, ne? Wo da die Grenzen gesetzt werden. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich verstehe es nämlich nicht so wirklich. Okay. Aber schön, dass wir schon mal hier, ne? Das Secret quasi haben. Secret. Ja, die da. Boah, was für Scheiße wir uns nach dem Tempel kaufen können, war. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir nach dem Tempel 1000 Rubine haben werden. Finde ich schön. Lol. Achso. Ich dachte auf einmal Dings davor. Also dann ganz woanders. Was habe ich denn da vorhin überhaupt gemacht? Ich habe das Ding wieder freigesetzt, ne? Versuch mal, das Ding hier wieder abzuballern. Nein, ich wollte nur mein Dings zentrieren. So, ja, daneben. Wenn ich hier jetzt mal wieder Vergangenheit mache, komme ich dann irgendwo hinter mir rein oder so? Ich meine, vorher war ich hier noch nicht, ne? Obwohl doch, eigentlich schon. Ach so, ach, ich bin aber auch ein Idiot. Moment. Ich habe ja noch nicht, ich war ja noch nicht in der Vergangenheit da hinten drin. In dem einen Raum und vor allen Dingen auch nicht mit meinem Bogen. Ja, da muss ich machen. Nur da hinten war ich drin. Aber hier unten noch nicht. Ach stimmt, jetzt kann ich das eine Rätsel da hinten machen, ne? Haha, pass mal auf. Sieht aber auch aus, wenn den rennt, ey. Wie so völlig nach vorne gebeugt ist. Finde ich interessant. Was? Das war doch, vorhin war da doch ein Eingang, oder nicht? Bin ich wieder völlig senil. Das Spiel verarscht mich.
Meine Fresse. Plopp. Was willst du von mir? Gib mir Härchen, um die nach oben zu sehen. Aha. Na, dankeschön. Wir haben den Deckel, kann man in seiner Zeit sehen. Ich denke, dass du von ihnen einfach nur genau zählst. Ja. Zugegebenermaßen wäre ich ohne ihren Tipp wahrscheinlich erst voll spät darauf gekommen. Zack. Wie link nach oben kommt, ey. Das ist voll behindert. So, ist hier vielleicht jetzt mal die Karte drin? Das wäre natürlich großartig. Ja. Ja, genau. Ich muss gerade ganz kurz eine WhatsApp-Nachricht lesen. Wow. Also die Karten im Spiel werden sowas von unnütz irgendwie. Bleib ich aber auch der Einzige. Gut, dann will ich aber mal eben, ne? Mal eben kurz wieder die Vergangenheit hier erholen. So leicht lasse ich sie nicht davon kommen. Alter, ich bin so schlecht, ne? Crosshair Placement. Placement. Oh mein Gott. So. Jetzt müsste ja genau hier, ne? Das Ding. Vergangenheit war schon richtig, Leon, du Arschloch. Ich brauch mal Pfeile wieder. Dankeschön. Gleich mal 10 Pfeile drin, so würde ich das sehen. So gefällt mir dort. Gut, dann baller ich mir eben kurz das Ding ab. Oh mein Gott. Guck mal kurz auf die Uhr. Es ist gerade mal 21:07 Uhr. Das heißt, ich könnte rein theoretisch tatsächlich noch ein Völkchen aufnehmen. Das Problem ist, ich müsste dann mal eben kurz eine Rohaufnahme löschen, glaube ich. Ich habe nicht mehr ganz so viel Speicherplatz. Bäm. Dankeschön, Spiel. Du bist super lieb gerade. So, denn jetzt kann ich da ja rüber. Und kann da hinten meinen Pfeil durchballern. Haha. Da war ich nämlich damals zu dumm für. Jetzt könnte ich bestimmt wieder die Vergangenheit herholen und dann ist da drin alles cool, aber... Nö. Muss ich aber. Oh, nö. Bernstein-Halbmond. Oh, ja. Bing. Bello. So. Ja, ich wollte... Okay. Okay, Spiel. Mann, ich bin schon klar. So, dann mache ich jetzt folgendes. Alter, willst du mich verarschen? Schieb das Ding mal weg. Und dann baller ich deinen Pfeil durch. Dreh mich extra um, dann bringst du einen Scheiß. Zack. Jetzt macht die Tür auf. Wunderbar. Gut, Leute. Dann sage ich an der Stelle mal, ich bedanke mich dafür zu sehen und in der nächsten Folge machen wir weiter. Ja, wir machen den Tempel ein bisschen weiter, vielleicht schließen wir ihn ab. Ich bezweifle es, aber mal gucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao.